Oh, guarda, quando tu finisci rivengo a fare. الفعل تبلغ الأرض طوال هذه السنوات جربت بالحيلة مرة أمسكت قوتا أفرغته من أحجار واختبأت داخل بطنه وجدت قارب صيادين تناولت الطعام في هذه المرة بلغت من الأحق ولامست صلابة الأحجار وكان ذلك كافيا لتغرق المدينة بأكملها وتبتلعها المحيطات فبنجاتي موت Yes.
si conserva l'equilibrio. Dimmi questo soltanto, se non è un segreto, quali altri grandi poteri ci sono, oltre la luce? Della morte. Die Natur liebt es, sich zu verstecken, sagte Heraklit. Nur dies. Die Natur ist vor unseren Augen, in uns. Wie können wir mit etwas zusammenleben, das sich selbst verbirgt? Was wissen wir über diese Natur, die sich nicht gerne zeigt? Ich lese in Cesare Paveses Dialogi con Leuco. Auch hier klingen diese Fragen an und stellen ein Zeichen des Widerspruchs dar. Der Mythos ist etwas Notwendiges und Unmögliches zugleich. Ein einzigartiges Gleichnis, ein notwendiger Anfang der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Prometheus, bei dem Versuch, die Welt der Ursprünge zu erforschen, die ich im Theater gerne als das Primitive und Wilde bezeichne, erscheint die ganze Macht des Menschen auf kultureller Ebene in Form von Symbolen, Ritualen und Mythen. Im Welttheater, Teatro del Mondo, ist Prometheus der Mensch schlechthin. Prometheus, der Mythos, ist also das notwendige und unmögliche Spektakel. Notwendig, weil es die Substanz unseres Lebens ist, das niemals ein natürliches und unmittelbares Leben ist, sondern immer ein Einsatz von Sinn, Aberglaube, Geheimnis, wenn nicht gar Religion bedeutet. Notwendig, weil es zum Beginn des menschlichen Bewusstseins gehört, zum Ursprung, zur Antike und nicht zur Tradition. Notwendig, weil existieren heißt, zu einer Herkunft zu gehören, auch wenn sie verleugnet wird, zu einem Ritual, einer Tragödie, einer Partitur, einer Wiederholung. Notwendig, weil das Spektakel auf Erniedrigung
mit Brutalität reagiert. Weil es auf Liebe, auf Empörung, auf Missbrauch, auf Tod, Sex und Gewalt reagiert. Notwendig, weil es den Körper zum Objekt des Opfers werden lässt, wenn es ihn auf die Bühne, die Klippe stellt. Dann ist es der Geist, der sich manifestiert, der in der Aktion und in der Materie lebt. Notwendig, weil es auf die individuelle Freiheit hinarbeitet und nicht auf die Katastrophe, die die Ideologie schafft. Schließlich notwendig deshalb, weil es keinen künstlerischen Prozess gibt, der nicht von einer Intuition, einem ersten poetischen Gefühl initiiert wird. Wie die Tatsache beweist, dass Wissen ein Erwachen der Erinnerung ist, das Schaffen ein Erinnern an Unvergessliches ist, wie unmöglich auch immer der Mythos ist. Was die Wurzeln oder Orte der Kindheit betrifft, nur wer sich ihrer Faszination entzieht, nachdem er zu ihnen zurückgekehrt ist, kann auf eine, noch unwahrscheinliche, Erlösung hoffen. Das Gleiche gilt für das Theater, das Spektakel. Wir werden sehen.